verwirrt und wie die Kinder kramen in die Bahn und wie die Kinder verschwinden in die Tram. Erst die Kirche werden ja schon. Kirchliche Würdenträgerinnen, freiberufliche Radikale, traurige Fliegenfischer, einsame Maurer und Freimaurer, Lehrerinnen, Angehörige der Königs- und Fürstenhäuser Habsburg, Esterhazy, Batjani, diverse Grafen, auch Personen mit dem Namen Graf, Kinder und Jugendliche, Personen mit Herzschrittmachern. Also das werden die Gruppen, die heute sehr vorsichtig sein müssen, weil natürlich immer irgendwas drinnen ist, was gegen sie sein könnte. In diesem Sinne gebe ich dem, wem von euch, irgendwem von euch zwar das weiter und freue mich auf die Lesung. Danke. Vielen Dank. Seit über 100 Jahren hört man überall im Burgenland und weit darüber hinaus geheimnisvolle Geschichten einer fast mystischen, einer sagenumwobenen Heldin, einer Burgenländerin, der rund um die Welt Hochachtung und Verehrung entgegengebracht wird, einer Frau namens Reseltand. Die Reseltand ist genauso alt wie das Burgenland. 2021 ist sie also 100 Jahre alt, glauben viele. In Wirklichkeit ist sie sogar ein bisschen älter und sie findet, die letzten 100 Jahre sind so unglaublich schnell vergangen, dass sie sich gar nicht mehr genau erinnern kann, was alles passiert ist. Sie hat bisher auch nicht viel darüber nachgedacht. Sie ist so ein Typ, der sein Leben lebt, der anpackt und nicht lange herumphilosophiert oder sinniert. Eine Powerfrau, würde man heute sagen. Sie komponierte ein weltberühmtes Lied, Take Me Home, Country Roads, das Theodore Chuck Carey, kurz TCK, langjähriger Vorsitzender und später Ehrenmitglied der BRA, Burgenland Rifle Association, unter seinem Künstlernamen John Denver wochenlang an die Spitze der internationalen Charts bringen und seinen sagenhaften Reichtum begründen sollte. Ich war ein braver Bub und sieh die große Schere. Und was ich damals dran hab, ist bis heute geheim. Gib mir einmal neues Müde her. Gib mir einmal neues. Solange die Zikaden schlafen. Als ich 8 Jahre war, stürzte ich mit meinem Kinderfahrrad auf dem Gartenweg, der mit grauen Steinplatten ausgelegt ist. Es war Sonntagvormittag und Mutzi, so nannten wir unsere Mutter, war in der Küche und kochte das Mittagessen. Meine große Schwester Flo saß auf der Gartenbank und las. Sie konnte sich so in ein Buch vertiefen, dass sie von der Welt rundherum nichts mehr wahrnahm. Mein Vater war an diesem ersten warmen Frühlingstag auf Motivsuche mit seiner Filmkamera unterwegs. Und als ich dann gestürzt war und weinte, weil mein Knie so weh tat, eilte mein Vater herbei, die Kamera in der Hand, und filmte mich. Ich schrie noch lauter, ich hätte von ihm in die Arme genommen und getröstet werden wollen, aber das tat er nicht. Er stellte meinen Schmerz bloß, er bannte ihn in der Bewegung und machte ihn für viele Jahre sichtbar. Und jedes Mal, wenn er den Film vorführte, stieg eine kalte Wut in mir hoch. Seither habe ich ihm nie mehr ganz vertraut. Die Grenzen verschwimmen lassen und das Wesentliche dennoch sichtbar machen, das ist das Ziel meiner Kunst. Bis an die Grenzen gehen und über die Grenzen hinaus. Der Schmerz dauert nur, solange die Zikaden schlafen. Fingerübung. Endlich habe ich Zeit, mich dem Schreiben zuzuwenden. Also nicht gleich, klarerweise, denn vorher muss ich noch die Wäsche aufhängen, die Küche zusammenräumen und die Welt retten.
Aber wenn ich mit all diesen Kleinigkeiten fertig bin, setze ich mich sofort an den Computer und fange an. Schließlich müssen die Kinder heute nichts für den Heimunterricht machen, was wiederum bedeutet, dass ein wenig Zeit für mich bleibt. Also theoretisch. Während der Computer langsam hochfährt, streift mein Blick den Zahlschein, der unter den ungeordneten Notizzetteln unvorsichtig eine seiner Ecken nach außen ragen lässt. Mist, die Überweisung habe ich schon fast vergessen. Ach ja, und die E-Mails sollten heute auch noch vormittags rausgehen. Nach einer geschlagenen Stunde lästiger Büroarbeit strecke ich mich zunächst einmal durch. Bevor ich mich endlich meiner Lieblingsbeschäftigung widme, hole ich mir meinen dritten Kaffee. Na gut, jetzt kann's losgehen. Und womit eigentlich? Gemüseliebe. Wenn das Sommer kommt, hilft nur die Flucht ins Zimmer. Irgendein Depp mit irgendwo immer. Trällert Annabelle mit Reinhard May, dessen Stimme aus dem CD-Player erklang um die Wette. Obwohl das Lied die Hausfrau grundsätzlich erheiterte, musste sie dabei an eine ganz unangenehme Sache denken. An Kurt. Immer hatte ihr Ehegatte etwas zu meckern. Jetzt spielt der Bengel wieder so laut Schlagzeug. Er muss denn jetzt Rasen mähen, wenn ich Feierabend habe. Ich kann das Geheule der Hundsviecher nicht mehr ertragen. Und so weiter. Immer die gleiche Leier. An niemandem konnte Kurt ein gutes Haar lassen. An der Nachbarschaft nicht, an Annabelle schon gar nicht. Ständig nörgelte er. Nichts konnte man ihm recht machen. Ich lese aus Hineni. Das ist der Band dieses Büchleins. Nach Cohen, nach seiner CD. Aus dem Hebräischen, hier bin ich. Eine kleine Zeit war alles Symbol für das, was da war, was da kommt. War es Symbol, vollkommen stellte sich da auf das Übrige deutend. Seltene Stimmung, Schnee wirbelt weich, kein Wunsch und ein Verlangen nach Urtonpost, ob denn Liebe ungestilltes Bedürfnis, ob denn Liebe ohne Verlangen, ob geliebt, gemocht, wenigstens ob begehrt, was geben wir dieser Zeit oder leben wir für das, wir gar sterben wollten? Oder werden wir wieder und wieder in die Irre geführt? Das wärst noch. Regen wärst, wo du Pflanzen gegraben einen Sommer lang, türmtest sie auf. Aus dem Wasser gerieten die Arten, da währt nur noch Licht. Vielleicht sind die Wörter dazu gemacht, um etwas von uns zu behalten. Doch wird etwas vermisst sein in der Stunde, in der wir uns zu anderen Ufern aufmachen, wie man sagt. Keine Ahnung, wer früher ins Gras beißt. Mit aller Hoffnung sei mir gegrüßt.